Willkommen bei Teil 4 der Analyse des Monologs des Elia T. am 1. Mai 2021 in Weimar. In irgendeinem Video haben Sie gesagt, Polizisten sind keine Menschen. Wie meinen Sie das? Ich sage, Sie sehen, Sie schaffen jetzt gerade Framing. Sie schaffen gerade Framing. Ich sage immer dazu, Menschen würden sich nicht so verhalten. Das ist die altbewährte Taktik, dass man, sobald man beim Stehlen erwischt wird, ganz laut "Haltet den Dieb!" schreit und in eine Richtung der Wahl losläuft. Ich sage nicht nur, Polizisten sind keine Menschen und lasse das dann so stehen. Das versuchen Sie mir jetzt hier gerade unterzustellen. Erstens, wenn der Bub nicht gerade aufs Töpfchen muss, stellt ihm niemand etwas unter. Zweitens sprichst du, völlig ungeachtet aller rhetorischen Spitzfindigkeiten, Menschen das Menschsein ab, sofern diese sich nicht so verhalten, wie du persönlich dir das vorstellst. Damit maßt du dir, wie der Herr Detmar in Weimar, Kompetenzen an, die dir niemand verliehen hat. Kein Mensch kann einem anderen Menschen die Zugehörigkeit zu seiner Spezies absprechen. Das ist ein eklatanter Verstoß gegen die Menschenrechte, mit denen du sonst so gerne betteln und hausieren gehst. Ich frage Sie. Ich sage Ihnen dann ganz ehrlich, die Antwort darauf ist, ja, ich sage ganz oft, und ich stehe dazu, Polizisten sind keine Menschen, und Menschen würden sich nicht so verhalten. Das ist nicht menschlich, was hier passiert. Die Dame, Frau Groh, deshalb, Sie haben sich ja am Ende hier gerade sagen hören, die versuchen sich menschlich zu verhalten. Ja, da muss ich sagen, Versuch gescheitert. Erstens, du, Elia, bist nicht die oberste moralische Instanz, die dazu berechtigt ist, Lebewesen auf diesem Planeten die Zugehörigkeit zu einer Spezies zuteilen zu dürfen. Zweitens ist es die Aufgabe der Polizei, Rechtsverstöße zu unterbinden und zu verfolgen. Ihnen aufgrund dessen, dass Sie die Aufgaben wahrnehmen, die zu verrichten Sie einen Diensteid geschworen haben, das Menschsein abzusprechen, ist selbst ein unmenschlicher Akt. Das ist nicht menschlich, was die uns hier antun. Wer tut hier denn wem was an? Wir sehen einen gewalttätigen Mob, der sämtliche Regeln bricht, die man nur brechen kann. Es erfordert schon eine Extraportion Chuzpe, sich bei dieser Faktenlage hinzustellen und die Ordnungskräfte, die für die Einhaltung der Regeln zu sorgen haben, zu beschuldigen, sie würden denen etwas antun, die auf alle Regeln scheißen und das tun, was sie gerade lustig finden. Das ist wert jeglicher rechtlichen Grundlage, die Querdenker pauschal hier im Vorfeld, und es sind ja nicht nur Querdenker, ich bin kein Querdenker. Das Ende des Satzes endet im Nichts einer minutenlangen Litanei, und wir werden nie erfahren, welche weltbewegende Erkenntnisse dann noch angedacht waren. Ich schneide den Rest des Teilmonologs, um das Video kürzer zu machen. Und dann stelle ich mich hier hin und sage, ich möchte zum Beispiel auch eine weiße Rose niederlegen. Wer anlässlich der Amtsanmaßung eines Schwerdenkerrichters weiße Rosen auf die Stufen des Gebäudes legt, in dem dessen Rechtsbeugung begangen wurde. Wir reden hier über eine Straftat nach § 339 StGB, verhöhnt damit nicht nur unsere Justiz und unsere Demokratie, sondern zieht auch das Andenken an die Widerstandskämpfer der weißen Rose durch den Schmutz, die wegen ihres Widerstandes gegen genau diese Rechtsbeugung der Nationalsozialisten hingerichtet wurden. Man kann euch hier nur sagen, was ihr sonst so gerne skandiert. Schämt euch! Und ich möchte einfach nur authentisch davon berichten. Und ich möchte, dass die Weimarer das machen können. Oder wer auch immer in Thüringen. Oder Menschen aus Nordhausen oder Gott weiß woher. Aber sie haben ja nicht meine weiße Hose mit. Ich liebe die Schlagfertigkeit dieses echten Journalisten. Schon im Vorfeld, ich war ja informiert, wir haben da die Kanäle. Mit diesem Statement gibt Herr T. zu, dass alles, was auf den Infektionspartys abläuft, minutiös geplant und generalstabsmäßig in die Tat umgesetzt wird. Wir müssen nicht erst warten auf die Tagesthemen um 23 Uhr. Außer Hemi und Atominims hat Herr T. kein einziges rationales Argument für die Ideologien, die er zu etablieren versucht. Ist das nicht sozusagen problematisch mit der Rolle als Journalist, dass man gleichzeitig eine Rose irgendwo niederlegt und aus der Rolle des Beobachtenden herausschlüpft? Nein. Haben Sie eine journalistische Ausbildung? Wenn Sie eine journalistische Ausbildung haben und Sie sagen mir, Sie berufen sich jetzt darauf und ich beurteile das Portfolio Ihres Werks, dann kann ich nur sagen, Gott sei Dank, dass ich keine habe, im klassischen Sinne.
Wenn einem zu einer simplen Frage nach der Ausbildung zu dem Beruf, den man zu haben vorgibt, nichts einfällt, muss man sich halt an der Person des Fragestellers abarbeiten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Herr T. keinen einzigen Beitrag des echten Journalisten gesehen hat. Es ist also völlig abwegig, ein journalistisches Portfolio beurteilen zu wollen, das man gar nicht kennt. Es handelt sich also nicht einmal um eine Tatsachenbehauptung, sondern ist schlicht und ergreifend eine vorsätzliche persönliche Beleidigung des Gegenüber. Ich habe Amerikanistik, Italienisch und Philosophie studiert. Aber ich kann Ihnen versichern, ich habe als Bürgerjournalist mehr journalistische Ethik mitbekommen und bin in der Profession sehr vielen Ihrer Kollegen, Sie persönlich will ich jetzt nicht angreifen, Ihre Berichterstattung kenne ich Sie nicht, überlegen. Ach, du willst ihn persönlich nicht angreifen, weil du seine Arbeit nicht kennst, hast aber ein paar Sekunden zuvor Folgendes von dir gegeben. Wenn Sie eine journalistische Ausbildung haben und Sie sagen mir, Sie berufen sich jetzt darauf und ich beurteile das Portfolio Ihres Werks, dann kann ich nur sagen, Gott sei Dank, dass ich keine habe, im klassischen Sinne. Laberst du den ganzen Tag nur Zeug, an das du dich Sekunden später schon nicht mehr erinnern kannst? Überlegen Sie sich gerade mal, was ich für einen Satz gerade abgefeuert habe. Könnten Sie das hinbekommen, mit all den Nebensätzen? Was für ein unerträglicher Narzisst. Meine Frage war nur, Inwieweit ist denn das lauter, wenn ich also was sind Sie dann? Sind Sie Berichterstatter oder sind Sie jemand, der sozusagen mit den Querdenkern beispielsweise eine Rose niederlegen wollen? Ist das aus Ihrer Sicht legitim? Ich bin ein Mensch! Mit einem nie enden wollenden Redefluss. Der folgende Teilmonolog besteht aus Hasstiraden gegen die Polizei. Den überspringen wir einfach. Man hat wirklich nichts verpasst, wenn man ihn nicht hört. Aber hier war es doch heute korrekt. Inwieweit war das korrekt? Es war korrekt im Sinne von, als dass es höflich war. Die hat trotzdem mal Rechtsbruch stattgefunden. Sie haben einen Presseausweis gezeigt und sind durchgelassen. Ja, absolut. Ja, aber, laberababa. Es war zwar korrekt, aber trotzdem war es nicht korrekt, weil ich das so will. Ich bin Jude, ich darf sowas sagen? Nö, darfst du nicht. Selbst Juden dürfen die Verbrechen der Shoah weder verharmlosen noch relativieren. Mal abgesehen davon, dass kein normaler Jude darauf käme, mit der Geschichte der Shoah dumme Scherze zu machen. Nur dieser Presseausweis schützt sie nicht, weiterhin Mensch zu bleiben. Ein in Rätseln sprechender Elia T. Kein Ausweis schützt einen Menschen davor, Mensch zu sein. Die Zugehörigkeit zu seiner Spezies ist etwas, das man erst nach dem Verrotten seiner Gebeine los wird. Aber und warum haben Sie den dann überhaupt? Ja, warum habe ich den? Warum haben Sie den? Damit man sich eben Zugang verschaffen kann zu Pressesprechern, die ansonsten mit einem ja nicht mehr reden. In anderen Worten, um sich Vorteile gegenüber normalen Menschen wie du und ich zu verschaffen. Das ist aus gutem Grund aber Journalisten vorbehalten, zu denen der Demagoge Elia T. ganz gewiss nicht gehört. Wir sind sowieso schneller als Sie, im Sinne von die alten Medien. Die alten Parteien spielen auch gerade ab. Die alten Medien, Print ist tot, das haben Sie auch mitbekommen. Online geht ein bisschen was. Aber selbst da, Sie brauchen Zeit, bis Sie Ihr Framing zusammen haben. Wir haben die Wahrheit schon längst um die ganze Welt geschossen. Es gibt diesen Spruch, der Mark Twain zugesprochen wird, ja, die Lüge ist schon um die ganze Welt galoppiert, bis sich die Wahrheit auch nur die Schuhe angezogen hat. Das können wir uns auch zunutze machen, durch aber die Technik von heute. Sie sich nicht gerade selber? Das war jetzt aber ein wunderschönes Eigentor. Wenn du jetzt noch lernst, was Framing wirklich bedeutet, werden wir diesen Begriff von dir auch nicht mehr hören müssen. Dadurch, dass wir die Wahrheit in Echtzeit bringen? Traue niemanden, der mit Wahrheiten betteln und hausieren geht. Was du und deine Spätzeln von den großkotzig TV im Namen führenden Kanälen betreibt, ist schwindeliger, einseitiger Schmierenjournalismus unterster Güte. Wo ist ja auch nur ein Nazi? Wo ist ja auch nur ein Rechter? Wo ist ja ein Extremist? Ein dem nationalsozialistischen Gedankenschlecht zumindest nahestehender Mensch labert uns gerade die Ohren blutig. Wenn du tatsächlich ein Jude wärest, würdest du die Shoah nicht zu relativieren versuchen und geschmacklose Witzchen darüber reißen. Und mir wird unterstellt, ich sei ein Rechter, ich sei ein Nazi. Niemand unterstellt dir etwas. Du selbst outest dich mit dem von dir bislang geäußerten Gedankenschlecht als ein dem rechten Spektrum zumindest sehr, sehr nahestehender Mensch. Es gibt den Spruch, an ihren Taten und Worten werdet ihr sie erkennen.
der gilt auch für Menschen, die behaupten, Juden zu sein, gleichzeitig aber revisionistisches Gedankenschlecht rezitieren. Nicht von Ihnen persönlich, nein, aber... Ja, nein, aber wer nur um des Schwafelns willen schwafelt, bekommt oft selbst nicht mehr mit, was er da alles von sich gibt. Für mich war nur der Presseausweis interessant, weil ich gehört habe, dass die eher verkauft werden. Das war so der Hintergrund. Ja, ich weiß nicht, was Sie meinen zu wissen über Presseausweise, die an meinem Hals hängen. Ich kann Ihnen sagen, es gibt viele Vertreter, die dieses auch Verdi, Sie hätten ja auch Verdi oder DJV beispielsweise, hätten Sie auch Mitglied werden können. Fertig? Haben Sie das? Tragen Sie Ihren offen zur Schau? Wollen wir vergleichen? Ist das für Sie wichtig? Habe ich Ihnen nicht gerade erklärt, dass man über Journalist hinaus auch noch Mensch sein kann? Das Herumgeeire ist ein starkes Indiz dafür, dass der Herr T. nur einen Fake-Ausweis für 20 Euro im Internet bestellt hat. Ansonsten wäre es nicht problematisch für ihn, seinen echten Presseausweis vorzulegen, um sich dem echten Journalisten gegenüber zu legitimieren. Man sollte die Polizei sensibilisieren, Presseausweise in Zukunft etwas genauer zu prüfen. Was ist denn Wahrheit? Ja, was ist Wahrheit? Was Wahrheit ist unter anderem zum Beispiel, dass es... Es folgt eine weitere Pandemieleugnung und das handelsübliche Geschwurbel der Schwerdenker, Selbstdenker, wie der Herr T. sich selbst bezeichnet. Diesen Begriff definiert er mit Sicherheit mit 100% Selbst und 0% Denken. Waren Sie selber mal im Krankenhaus gewesen, in der Intensivstation? Ich war. Wann? Auf einem Krankenhaus, ja. Wann, wo? Sie haben mich ja nicht gefragt, wann, wo. Dann Sie haben mich gefragt, ob ich war. Ja, in letzter Zeit darf ich Ihnen sagen, wie viele andere Leute auch, freue ich mich einer besten Gesundheit, habe keinen Grund, auf eine Corona-Intensivstation zu gehen. Und was ich nicht sehen kann, da ich es nicht sehen will, existiert auch nicht. Karl Lauterbach. Ach ja, wenn man keine Argumente hat, muss man halt ein Atominem raushauen. Ein Mensch, ja, dem ich nicht auf die Füße, geschweige denn ins Gesicht gucken möchte, und das ist ein Gesundheitsexperte. Wäre das Aussehen das Kriterium für fachliche Qualifikation, würde Herr T. nicht einmal als Müllwerker taugen. Was stört Sie an seinem Gesicht? An seinem Gesicht stört mich, was viele Leute an dem stört. Der Mensch, der hat eine schlechte Zahnhygiene. Jetzt wird es völlig absurd. Seit wann zählt die Zahnhygiene eines Menschen mehr als seine fachliche Qualifikation, wenn es ausschließlich um fachliche Fragen geht? Aber ich sage noch, es hilft nicht, wenn der Messenger, der Botschafter, von so einer Hiobsbotschaft, die sich übrigens überhaupt nicht bestätigt hat. Ich weiß nicht, auf welchem Planeten der Herr T. lebt, aber hier auf der Erde ist alles, was Herr Lauterbach bisher prognostiziert hat, auch genau so eingetroffen. Aber das ist eine Tragödie. Was denken Sie denn, was das mit Ihren Followern quasi macht, wenn die von Ihnen gesagt bekommen, dass das keine Menschen sind? Das hat doch eine Auswirkung auf die Na, selbstverständlich hat es eine Auswirkung. Halten wir fest, Herr T. spricht Polizisten vorsätzlich das Menschsein ab, obwohl ihm bewusst ist, dass das auf seine Zuschauer und Zuhörer eine staatszersetzende Wirkung hat. Zudem verstößt er damit vorsätzlich gegen die Artikel 1 bis 4 unseres Grundgesetzes. Polizisten auch angegriffen. Da ja, das sagen Sie, ich weiß nicht. Polizisten, die geschlagen wurden, davon gibt es auch Videos. Und sobald jemand mit Fakten argumentiert, die dem Herrn T. nicht in den Kram passen, wird der sofort mit zehnfacher Lautstärke überschrien, um den Zuschauern ja keine Chance zu lassen, dass sie auch einmal eine andere Sicht der Dinge präsentiert bekommen. Das, was die heute abziehen werden, zum Beispiel die Antifa und die Linken heute am 1. Mai in Berlin. Wer Antifaschisten als politisches Schimpfwort benutzt, bekennt sich damit zum Profaschismus. Es gibt keine neutrale Position, wenn es um Faschismus geht. Es folgt endloses WhataboutWhataboutWhataboutWhataboutWhataboutWhataboutDer Rest dieser ca. 40 Minuten andauernden Passage erschöpft sich in Selbstgefälligkeiten des Elia T., der den Gesprächspartner gar nicht mehr zu Wort kommen lässt, sondern so laut drüber labert, dass man den nicht mehr verstehen kann. Vielen Dank für die Geduld, diese endlose Laberei bis hierher ertragen zu haben. Disclaimer: Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden.
Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up.